Substanzen zu sich nimmt, die ihm nicht gut tun, oder dass es für ihn keinen Anlass gibt, raus vor die Tür zu gehen, weil er sowieso niemanden kennt, mit dem er sich da treffen könnte, weil ihn niemand leiden kann. Also für mich wäre das schon ganz logisch. Wie ich vorhin schon mal in der Gruppe geschrieben habe, ging mein Plan ein bisschen nach hinten los. Ich wollte eigentlich ein paar Seiten zusammenkriegen, indem ich einfach mal irgendwo ein paar Texte kopiere aus Berichten der letzten Tage, die, naja, seit Mittwoch oder sowas wollte ich da ein paar Sachen zusammenklappern. Das wären insgesamt 6 Dinger gewesen. Schlussendlich habe ich jetzt nur 2 Meldungen, die ich mal versuche etwas langsamer vorzulesen, um Sven auch seine Pause zu gönnen. Da haben wir zum einen von Mittwoch: Bluttat in Cottbus. Vergangenen Mittwoch früh wurde ein 19-Jähriger plötzlich in der Tram attackiert. Der Täter, ein Pakistani, stach ihm unvermittelt ein Messer in den Rücken. Messerstecher Abdul Salam R. kam 2016 nach Deutschland. Sein Asylantrag wurde im selben Jahr abgelehnt. Im Januar diesen Jahres waren alle Rechtsmittel ausgeschöpft, sodass man ihn hätte abschieben müssen. Eine Duldung hätte nun fast das Leben des 19-jährigen Ralf P. gekostet. Ich will mir dabei eigentlich auch nicht vorstellen, wie ich als 19-jähriger Bengel in der Tram stehen würde, also in der Bahn, und urplötzlich sticht mir einfach so unvermittelt irgendein Kunde in den Rücken, einfach nur weil sein Antrag nicht durchkam und weil er jetzt befürchtet, abgeschoben zu werden. Ganz schön derbe Zustände. So, und jetzt haben wir noch einen Bericht von vergangenen Freitag. Bilanz des Thüringer Innenministeriums. Pro Woche 5 Polizeieinsätze in Suhler Asylbewerberheim. In der Erstaufnahmeeinrichtung im thüringischen Suhl mit rund 500 Asylbewerbern kommt es regelmäßig zu Gewaltausbrüchen und Straftaten. Die Unsicherheit der Bevölkerung wächst. Recherchen von Focus Online zeigen, wie explosiv die Lage in der Unterkunft ist. Fast 100 Polizeieinsätze in 20 Wochen. Im Zeitraum vom 1. Januar bis Mitte Mai 2020 musste die Polizei zu insgesamt 97 Einsätzen in die Suhler Erstaufnahmeeinrichtung ausrücken. Das sind durchschnittlich fast 5 Polizeieinsätze pro Woche. Anlass waren unter anderem medizinische Notfälle, etwa nach Körperverletzungen, Brandalarme, Schlägereien und Ermittlungen zu Straftaten. Mehr als 200 Straftaten innerhalb von 4,5 Monaten. Von Januar 2020 bis Mitte Mai 2020 registrierte die Polizei insgesamt 205 Straftaten, bei denen die Tatverdächtigen Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung waren. Sie stammen aus unterschiedlichsten Nationen, etwa Afghanistan, Irak, Albanien, Syrien und Georgien. Körperverletzungen, Drogendelikte, Sachbeschädigung. Quer durch das Strafgesetzbuch. Zu den von der Polizei festgestellten Delikten zählten unter anderem Bedrohungen und Beleidigungen, Diebstahl, gefährliche Körperverletzung, Erschleichen von Leistungen, Hausfriedensbruch, Hehlerei, Körperverletzungen, Notrufmissbrauch, Sachbeschädigung, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Leistungsbetrug, Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. Knapp 300 Straftaten im vergangenen Jahr. 2019 wurden von der Polizei insgesamt 287 Straftaten aufgenommen, bei denen die tatverdächtigen Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung waren. Gegen 271 von ihnen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Tätliche Angriffe auf Beamte und Helfer. In Suhl untergebrachte Asylbewerber werden allein in diesem Jahr für insgesamt 10 Angriffe auf Polizisten, Rettungskräfte und Mitarbeiter der Erstaufnahmeeinrichtung verantwortlich gemacht. Bei den Übergriffen gab es 3 Verletzte, so das Innenministerium. So, das Innenministerium zitierte noch: Menschen unterschiedlichster Prägung seien dort untergebracht. Auf die Frage von Focus Online, warum es in dem Suhler Heim immer wieder zu Gewaltausbrüchen und Straftaten komme, antwortete das Innenministerium: Einerseits bergen die verschiedenen Reife- und Erfahrungsstufen der Bewohner ein gewisses Potenzial unterschiedlicher Haltungen. Andererseits werden die
Räumlichkeiten von einer Vielzahl an Menschen unterschiedlichster Herkunft und Prägung bewohnt. So, das war es erstmal zu dem gesamten Text, den ich ja bloß rauskopiert habe. Und wie er eben noch sagte, unterschiedlichster Herkunft und Prägung, und das bringt eben diese Problematik mit sich. Das spiegelt sich aber nicht nur in der Asylunterkunft an sich wider, sondern das trägt sich später eben auch auf unsere Straßen. Und das ist das Problem, was wir ja schon seit Jahren hier ansprechen. Also ich habe vor ein paar Jahren mal in meiner Ortschaft, ich hätte das nicht gedurft, aber ich habe eben mal überall so ein paar kleine selbstgedruckte Flyer ausgehangen. Und da stand mitunter mit dran, dass die aus ihren Ländern eben ihre Reibereien und ihre Ansichten mit hierher bringen und die dann eben hier in unserem Land austragen werden und dass das hier auch weiter zu Unruhen führen wird. Gut, jetzt wollte ich noch im Nachgang sagen, ich war am Samstag in Wittenberg zur Demo, da war ich zum letzten Mal bei der zweiten Anti-Corona-Maßnahmen-Demo. Bis dato waren jetzt natürlich schon 10 oder 12 andere gewesen. Und ich konnte dann mit Freude feststellen, dass die Demo dort mittlerweile eher so in unsere Richtung abdriftet. Also es hat diese breit gefächerten Themen und nicht bloß Corona an sich, eben auch die Zuwanderung und so weiter und so fort. Hauptredner ist da der Jörn Austinat und den kann ich eigentlich auch bloß empfehlen, dass man sich da mal seine Vorträge und seine Statements im Netz so ansieht. Gut, Dankeschön. Dann bringe ich doch